Also grafisch, da braucht man gar nicht drüber reden. Das Spiel sieht geil aus. Womit sie jetzt überzeugen müssen, ist Gameplay. Und Story, natürlich. Was hat er gesagt? Okay, ja, Baby, Gameplay, Gameplay. Ah, ich kenne mich dort geschichtlich leider überhaupt nicht aus. Peinlich. Oh Gott. Heilige Haushalte, da sieht das gut aus. Diesem Felder. Nobu, komm! Los, Plötze, komm her. Okay, sehr schön atmosphärisch gehalten, ja. Sieht richtig fett aus, ja, Mann. Richtig nice. Ich würde mich jetzt freuen, wenn man auch irgendwie so ein bisschen Gameplay von irgendwie so Gefechten sieht, bei dergleichen. Ich würde ja gerne mal sehen, wie so dieses Kampfsystem abläuft. Und offenbar haben wir dort auch gleich die Gelegenheit dazu, wenn die jetzt da wegrennen. Im Namen der Gerechtigkeit, anhalten! Okay, dann zeigt mal Gameplay. Ich verstehe kein einziges Wort. So, alle drei mit einem Schlag. Oh. Okay, aber mindestens schon mal einer. Spike fertig. Okay, wir haben also auch Feinde mit unterschiedlichen Archetypen. Macht man dann die Lebensanzeige unsichtbar wie in Infamous? Dass man quasi nur sieht, wenn man halt randkommens getroffen wird. Oh, dort haben wir unsere Gefährtin. Jin. You're late. Jin. Where's the monk? The bastards beat me to him. Now they're torturing him at the temple. Come on. Okay, also unser Hauptcharakter heißt Jin, oder? Ja. Oh, nice, 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 nice. Sind das Kirschblüten? Nee. No. Remember Sago Bridge? We strike quietly. They kill the monks. Okay, Close Quarter Stealth Combat. Den haben wir ja auch mit dabei. Okay, also offenbar müssen wir den Mönch retten.
Okay. Grappling Hood. Hook. Gibt's das Gameplay Element? Gönnt euch den Baum. So, und jetzt hier Assassin's Creed-mäßig ein schönes Luftattentat. Oder zwei. Okay, nice. Also eine Art Assassination Chain. Oh nein. Okay, das Spiel sieht lustig aus. Also das, als ob es wirklich Spaß machen könnte. Von den Elementen, die ich bisher gesehen habe. Och nö. Masako. Stand aside, Jin. Nö. Betrayed my family. Run. Oh, fetter Bossfight. We fight. Mongols win. Wenn wir kämpfen, gewinnen die Mongolen. Wir haben bereits gewonnen. Irgendwie kriege ich gerade Metal Gear Solid 3 Flashbacks. Oder auch ein bisschen Rising. Es kommt halt vor allem auch nur auch auf die Reaktionszeit an. Wenn man welche Aktion ausführt. Okay, es kommt Verstärkung. Da hat er die Lücke gesehen. Wir sollten nicht kämpfen. Oh. Okay. Wir haben uns ja vertragen. Und gibt's ein Release Date? Nö, leider nicht. Es sei denn, sie sagen jetzt vielleicht noch im Anschluss was dazu.